Jo Leute, was geht bei euch? Ich habe hier was Schönes, Feines für euch. Hier habe ich einmal das DWC Hydroponic System mit 4 Eimern von Spider Farmer. Bin mal gespannt, ich habe ja jetzt schon viele getestet. Ich hatte das von Vevo, ich hatte das von Urigrow, ich hatte das von Mars Hydro und allen drum und dran. Und mein selbst gebautes. Bin mal gespannt, wie das hier sich verändert, weil hier sind die Eimer größer als in allen, außer mein selbstgebautes. Die Eimer haben mehr Fassungsvermögen. Wie viel werden wir nochmal gucken? Ich weiß gar nicht genau. Wir packen das jetzt erstmal aus. So, erstmal machen wir das Paket auf. Ich bin natürlich mit meinem professionellen Unboxing-Messer. Ich weiß gerade nicht, wo mein Messer ist, deswegen habe ich es gerade nicht zur Hand. Aber mit dem Schlitzschraubendreher geht das auch. Und wie ihr seht, wir sind ja sowieso wieder bei uns im Kaluma-Zelt, wo hier unser 60-Liter-Experiment gescheitert ist. So. Da ist die Box. Sie ist offen. So. Was haben wir denn hier drin? Erstmal Styropor. So, dann erstmal ganz viel Folie. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal Deckel. Sind sehr interessant, sehen gut aus, sehen schön aus. Davon haben wir natürlich 4 Stück. Okay, was mir gerade noch auffällt, der ist auch noch gut. Was ist hier mit? Okay, hier war einfach nur ein bisschen Rest. Hier war ein bisschen Rest noch über. Das ist gut, kann man vertreten. Ist okay. Aber sonst sehen die sauber verarbeitet aus, würde ich jetzt mal sagen. So. Den Deckel haben wir einmal zur Seite. Dann haben wir hier diese Drip Irrigation Systems. Also das sind quasi Schläuche, die mit so Verbindern zusammen sind. Und da kommt dann halt Wasser von oben, also so Top Feeding. Also da kommt Wasser raus quasi für die Pflanzen, dass sie auch von oben ein bisschen Wasser bekommen. Gerade, also ich benutze sowas tatsächlich nur in der Anfangsphase. Ansonsten nehme ich sowas nicht. Damit das Stecklegen genug Wasser bekommt, solange er noch nicht die Wurzeln unten im Wasser, also die Wurzeln noch nicht so weit durchgewurzelt hat, dass er das Wasser unten berührt, solange benutze ich das. Meistens. Wenn ich es zur Verfügung habe. Also das ist zum Beispiel beim Mass-Hydro-System auch dabei. Aber hier halt ein bisschen kleiner. So. Müssen wir noch einen 4. iPhone haben, theoretisch. Irgendwo. Ja, hier ist der 4. So, dann haben wir 4 Netztöpfe. Das ist auch dann wieder anders wie bei allen anderen Systemen, weil der Netztopf war bei allen anderen Systemen immer integriert. Das finde ich super, dass man den hier rausnehmen kann, dass er hier separat ist. Finde ich sehr gut, weil so kann man das viel einfacher reinigen. Hier sind 4 Stück dabei. Dann haben wir hier nochmal 4-mal diese Eckklappe, diesen Deckel. Das ist quasi dafür da. Da kann man dann entspannt pH messen und nachschütten. Also Wasser nachgeben, also die Nährlösung. Hier ist nochmal die Deckel. Nochmal ein bisschen Styropor. Dann haben wir hier noch unsere Wasserstandsanzeige plus unser Rohr, das damit verbunden wird fürs Topfeeding. Ich zeige euch das mal im Detail. Das ist zum Beispiel hier so ein Adapter fürs Rohr. Das wird dann halt zusammengesteckt mit dem Drip Irrigation System, also mit dem Feeding System für den Topfeed. Und das hier sind die Wasserstandsanzeiger. Hier, da kommt dann noch so ein Ball wahrscheinlich wieder rein. Aber alles, zeige ich alles zur Zeit. Dann haben wir hier noch Ausströmer. Bin mal gespannt, wie die so funktionieren. Dann haben wir nochmal welche. Wo sind die anderen Ausströmer? Also wir haben halt von allem 4. Dann haben wir hier noch Schlauch, also 4 mm Innendurchmesser. Sieht aus wie 6 mm Außendurchmesser. Schön schwarzer Schlauch zum Verbinden der Luftschläuche. Dann haben wir hier noch eine Tüte. Hier sind einmal die besagten Kugeln für die Wasserstandsanzeige. Dann haben wir hier diverse Ventile, also zum Einstellen des Luftstroms, also für die Durchflussrate. Hier haben wir dann noch Dichtungen für den Wasserstandsanzeiger, den man ja am Topf befestigt, damit der Topf auch wieder dicht ist. Ist also ähnlich zu allen anderen Sets. Hier haben wir dann Rückschlagventile, genau, die lassen nur in einer Richtung Luft durch. Ihr müsst das so vorstellen, ihr könnt, also wer das nicht kennt, ihr könnt nur, also das ist viel Luft ist das, damit die Pumpe nicht beschädigt wird. Falls mal die Pumpe ausfallen sollte, Fokus bitte, Fokus, Dankeschön. Falls die Pumpe mal ausfallen sollte, dass das Wasser aus dem Topf nicht in die Pumpe läuft und die Pumpe beschädigt. Ne, also hier, also da wird nur Luft, also beziehungsweise Wasser, wie auch immer, in eine Richtung durchgelassen. Auch sehr wichtig tatsächlich. Dann kommen wir zum Herzstück.
doch schon Herzstück, würde ich sagen. Und zwar ist das wohl die Pumpe, I guess. Ich bin mal gespannt, was sie hier für eine dabei haben. Sieht mir aus wie die Standardpumpen, die dabei sind. Ja, sieht ganz danach aus. Haben wir alles rausgeholt. Also, hier haben wir dann diese Pumpe. Die hat 10 Watt und die ist halt, wie soll ich sagen, quasi dasselbe wie bei allen anderen. Aber die ist besser aufgebaut. Also die hat dasselbe Gehäuse wie die anderen Pumpen, wie zum Beispiel auch die von Urigrow oder die von Vevor. Ne? Also sieht optisch gleich aus. Der Unterschied bei der ist aber wiederum, dass bei Urigrow und bei Vevor die Ansaugung unten am Boden ist, was ich ziemlich beschissen finde. Weil wenn ihr Wasser im Zelt habt, wird das dann in die Pumpe reingesaugt und die Pumpe ist dann kaputt. Und hier ist das so, von Spider-Farmer ist das so, hier ist der Ansaugstutzen oben, was ich sehr gut finde, weil hier wird kein Wasser reinkommen. Vor allem nicht, weil hier noch eine Platte ist drüber. So, und die zieht sich dann die Luft rein. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Tatsächlich werde ich, denke ich mal, sehen später. Aber auf jeden Fall ist hier oben der Ansaugstutzen. Hier ist so eine Dings, da kannst du hier die Lasche und dann kannst du hier einfach abziehen. So, und dann hast du hier oben die Ansaugung. Wo das jetzt genau reinzieht, gute Frage, kann ich jetzt so gar nicht sagen. So, werden wir im Praxistest rausfinden. Also hier sollte auf jeden Fall genug Leistung haben. Was haben wir noch dabei? Haben wir noch hier so einen Adapterring. Wofür brauchen wir den? Hierfür. Hier ist nämlich nochmal so ein Adapter dabei mit insgesamt 8 Anschlüssen, Schlauchanschlüssen. Wir brauchen nur 4. Nee, gar nicht. Wir brauchen doch 8. Wir brauchen 8. 8, weil wir haben ja den Top-Drip und den Luftstein. Und für die Luftsteine brauchen wir 4 und für den Top-Drip brauchen wir 4. Also passt das. 8. So. Und dann haben wir hier noch zweimal so. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen. Diese Klammern auf jeden Fall. Ich pack die mal aus, sonst wird das nicht scharf gestellt. Und zwar haben wir hier dann diese Klammern mäßig. Ne? Moment. So, da. Und damit werden dann halt diese Schläuche quasi befestigt. So, was haben wir als nächstes? Nicht mehr viel. Ach, jetzt kommen die Töpfe. So, hier haben wir die Eimer. Ja, seht ihr? Das sind die großen Eimer. So sehen die von der anderen Seite aus. Und so von der anderen Seite. Und so von der vierten Seite. Und hier seht ihr das Loch für den Wasserstandssensor. Das Zusammenbauen werde ich nochmal in einem extra Video machen. Das ist einfach nur ein Unboxing. Kommen ja noch mehr dazu. Wir haben noch mehr. Wir haben noch viel, viel mehr zu zeigen. Guck mal kurz die Töpfe raus. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch Bleton. Bletonkugeln, das ist das quasi das Substrat, wo der Steckling dann drin sitzen wird. Wichtig bei Bleton einmal kurz vorher abwaschen, weil ihr wollt den ganzen Staub, den Bleton hat, oder den Bleton in seiner trockenen Form hat, nicht im System haben. Das verstopft euch alles und macht alles dreckig. Wollt ihr nicht. Also nehmt euch am besten ein Sieb und, wie heißt das, nehmt euch ein Sieb und dann weicht alles ein, beziehungsweise lasst den Bleton Feuchtigkeit ziehen und versucht diesen ganzen Modder wegzuspülen. Am besten ein Sieb rein, wie gesagt, da den Bleton rein und dann einmal durchspülen, damit ihr diesen ganzen Schmodder nicht in eurem System habt, sondern im Waschbecken oder wo auch immer. Ne? Dann haben wir jetzt 2 Beutel. So, dann haben wir den letzten Topf. Und dann war es auch schon mit dem System, dem Unboxing. Ja, sonst ist ja nichts mehr drin. Und dieses System bauen wir hier in unser Kaluma-Zelt rein. Wie ihr hier seht, wir sind hier wieder bei uns im Kaluma-Zelt. Hier oben hängt die Lampe. Da haben wir die Groby pH-Anpassung, die ich jetzt in dem System nicht benutzen werde, weil die pH-Anpassung macht halt nur Sinn, wenn wir entweder ein RDWC-System haben, also ein rezirkulierendes System, oder wir, wie gesagt, ein großes System haben, so wie mit dem 60-Liter-System. Ne? Aber es macht halt keinen Sinn, jetzt, sag ich mal, das System wieder zu aktivieren. Wenn wir 4 einzelne Bottiche haben, die nicht miteinander verbunden sind, macht das keinen Sinn, das zu benutzen. Ich könnte das für einen Bottich benutzen, aber das wäre mir dann zu viel Aufwand, das wäre dann unnötig. So, wenn ich dann einen Bottich immer richtig habe im pH und dann die anderen 3 halt nicht. So, deswegen werde ich hier wieder mein Aquamaster Pool benutzen, mein pH. Und pH- und pH+. Ne? Beziehungsweise meine Sonde. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.